Herrschaften, ich begrüße Sie zu unserem Kurs Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Unser heutiges Thema lautet: Wie beschreibt man ein Gas mikroskopisch? Wir haben gesehen, dass man Gase mathematisch sehr gut mit der Zustandsgleichung PV gleich nRT beschreiben kann. Wir wollen nun versuchen, das Verhalten von Gasen aufgrund Modellvorstellungen zu erklären. Die Modellvorstellung, die wir heute diskutieren wollen, heißt kinetische Gastheorie. Das ideale Gasgesetz beschreibt ein Gas makroskopisch, nämlich mathematisch. Die kinetische Gastheorie beschreibt ein Gas mikroskopisch mit einer Modellvorstellung. Bisher war ein Gas für uns eine Black Box. Wir konnten Messungen daran vornehmen, konnten makroskopische Zustandsgrößen wie Druck, Volumen, Temperatur, Viskosität, Wärmeleitfähigkeit, Diffusionskonstante etc. ermitteln. Wir wollen jetzt ein Modell aufstellen, welches uns gestattet, ein tieferes Verständnis für ein Gas zu bekommen und welches diese messbaren Größen zurückführt auf mikroskopische Größen, die primär nicht so einfach zu messen sind. Diese mikroskopischen Größen hängen mit den molekularen Eigenschaften der Gasteilchen zusammen, zum Beispiel mit der Anzahl groß n der Teilchen, der Masse m der Teilchen, Größe Sigma, Geschwindigkeit v und so weiter. Bei der kinetischen Gastheorie in der einfachsten Form geht man davon aus, dass ein Gas aus vielen Massenpunkten besteht. Diese Massenpunkte sind sehr klein, viel kleiner als das Volumen, das das Gas als Ganzes einnimmt. Diese Massenpunkte haben auch keinerlei Wechselwirkungen miteinander, es sei denn, sie stoßen zusammen. Die Teilchen sind in ständiger Bewegung, stoßen miteinander und mit den Behälterwänden zusammen. Weil wir sehr viele Teilchen haben und weil deren Geschwindigkeiten und Energien sich ständig ändern, sind wir gezwungen, mit Mittelwerten zu operieren. Mittelwerte werden symbolisiert durch einen Querstrich über einer Größe oder mit zwei eckigen Klammern. Der Mittelwert der Geschwindigkeit, V quer, ist also die Summe aller Einzelgeschwindigkeiten, dividiert durch die Anzahl der Teilchen. Lassen Sie mich die wichtigsten Aussagen der kinetischen Gastheorie vorwegnehmen. Wir haben ein Gas, welches aus vielen Teilchen besteht, die sich heftig bewegen. Die Temperatur dieses Gases ist direkt proportional der mittleren Translationsenergie der Teilchen. In der Tat ist Temperatur nur eine andere Bezeichnung für die mittlere Translationsenergie der Teilchen. In Formelschreibweise E quer gleich 3 halbe K mal T. Ein Teilchen hat drei Möglichkeiten, sich im Raum zu bewegen. Pro Raumrichtung sind das also 1/2 K mal T Translationsenergie. Der Druck ist durch die folgende Formel aus mikroskopischen Größen zu berechnen. 1/2 mv² entspricht der kinetischen Energie. Division durch V ergibt die Energiedichte. Der Druck ist ein Maß für die Energiedichte. Bei Raumtemperatur, also 300 Kelvin, ist die mittlere Translationsenergie eines Teilchens etwa 6 mal 10 minus 21 Joule oder 0,039 eV oder 3,6 kJ pro Mol. Wenn wir zwei Gase vergleichen, zum Beispiel Sauerstoff und Wasserstoff, bei Standardbedingungen, dann haben diese beiden Gase in der Regel unterschiedliche Dichten. Sauerstoff 1,3 Gramm pro Liter, etwa so dicht wie Luft, der Wasserstoff deutlich weniger dicht, 0,08 Gramm pro Liter. Weil beide Gase bei gleicher Temperatur vorliegen, besitzen beide Gase die gleiche kinetische Energie, nämlich 3,7 kJ pro Mol. Gleiche Temperatur, gleiche kinetische Energie. Kinetische Energie kann man als 1/2 mv² ausdrücken. Und wenn man nun für beide Gasarten dies formuliert, kann man eine Beziehung zwischen den Geschwindigkeiten und den Massen aufstellen. Man kommt zum sogenannten Grahamschen Gesetz, welches aussagt, dass die mittleren Geschwindigkeiten, v1² zu v2², sich umgekehrt proportional zu der Wurzel aus den Massen verhalten. Wurzel m2 durch m1. Weil die Masse von Wasserstoff 16 mal kleiner ist als die Masse von Sauerstoff, ist die mittlere Geschwindigkeit von Wasserstoff Wurzel 16, also 4 mal größer
als die mittlere Geschwindigkeit von Sauerstoff. Sauerstoff hat die mittlere Geschwindigkeit von 444 Meter pro Sekunde, Wasserstoff von weit über 1700 Meter pro Sekunde. Die kinetische Gastheorie ist eng verknüpft mit den beiden Wissenschaftlern Maxwell und Boltzmann. Diese Gleichung ist nach diesen beiden Wissenschaftlern benannt und beschreibt die Geschwindigkeitsverteilung in einem Gas. Salopp formuliert gibt die Formel an, wie viele Teilchen sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit fortbewegen. Auf der x-Achse tragen wir die Geschwindigkeit v auf, als y-Achse haben wir die Anzahl der Teilchen und jetzt kommt die Präzisierung, die Anzahl der Teilchen, die sich in einem Geschwindigkeitsintervall dv befinden. Sie sehen, dass die meisten Teilchen des Sauerstoffs, hier die blaue Linie, mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 400 Meter pro Sekunde sich bewegen. Es gibt in dem Gas aber auch Teilchen, die sehr schnell sind, die sich über 1000 Meter pro Sekunde bewegen. Diese haben dann auch entsprechend hohe Energie und sind zum Beispiel für aktivierte Prozesse wesentlich. Genauso gibt es auch Teilchen, die sich sehr langsam bewegen. Die Maxwell-Boltzmannsche Geschwindigkeitsverteilung ist mathematisch gesehen ein Produkt aus einer Parabelfunktion v² mit einer Exponentialfunktion e hoch minus mv² durch 2kt. Damit ergibt sich ein Maximum der Gesamtfunktion bei etwa 400 Metern pro Sekunde für Sauerstoff. Für Wasserstoff, die rote Kurve, ist die Maxwell-Boltzmann-Verteilung deutlich flacher, aber auch weiter nach rechts verschoben. Diese Geschwindigkeitsverteilung ist nicht symmetrisch, sondern etwas nach rechts verschoben, also nicht vergleichbar mit einer gaußschen Glockenkurve. Es gibt drei Geschwindigkeiten, die unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen. Einmal die häufigste Geschwindigkeit, diese entspricht dem Maximum der Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Man kann sie aus einer einfachen Kurvendiskussion erhalten. Am Maximum wird die erste Ableitung gleich 0 und wir erhalten den Term Wurzel 2rt durch m. Die wichtigste Geschwindigkeit ist die mittlere Geschwindigkeit, v quer, etwas rechts vom Maximum. V quer ist gleich Wurzel 8rt durch pi mal m. Es gibt noch eine weitere wichtige Geschwindigkeit, das ist die Wurzel aus dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat. Root mean square, das ist die Geschwindigkeit der Teilchen, die genau die mittlere Energie besitzen. Man kann diese drei Formeln entweder mit dem Quotienten R durch M, also Gaskonstante durch Molmasse, oder mit dem Quotienten K durch M, also Boltzmann-Konstante durch Masse eines Einzelteilchens, formulieren. Wichtig ist, dass man in jedem Fall konsistente Einheiten verwendet. Ich empfehle SI-Einheiten. Die Teilchen stoßen mit der Wand und mit sich selbst zusammen. Wenn man die Anzahl der Zusammenstöße eines Teilchens mit anderen Teilchen berechnen will, dann geht man vom Konzept des Wirkungsquerschnittes aus. Wir müssen mathematisch klar definieren, was ein Zusammenstoß ist. Ein Teilchen B bewegt sich von links nach rechts mit einer Geschwindigkeit v quer. Um den Geschwindigkeitsvektor herum stellt man sich eine Art Zylinder vor. Dieser Stoßzylinder hat den Wirkungsquerschnitt oder Stoßquerschnitt Sigma. Wenn ein anderes Teilchen mit seinem Schwerpunkt in diesem Stoßzylinder liegt, dann erfährt dieses Teilchen einen Zusammenstoß. Teilchen A' liegt mit seinem Schwerpunkt außerhalb des Stoßzylinders, wird also keinen Zusammenstoß erfahren. Teilchen A wird hingegen mit B zusammenstoßen, weil dessen Schwerpunkt innerhalb des Stoßzylinders liegt. Man muss nun die Anzahl der Teilchen im Stoßzylinder ermitteln, um die Anzahl der Stöße zu erhalten. Der Stoßzylinder besitzt die Grundfläche Sigma und hat die Länge proportional V quer, also das Volumen proportional V quer mal Sigma. Wurzel 2 kommt als Korrekturfaktor für die Relativbewegung der Teilchen hinzu und die Teilchendichte N durch V
wird multiplikativ verknüpft. Mit dieser Gleichung lässt sich z, die Stoßfrequenz eines Teilchens, berechnen. Der Stoßquerschnitt Sigma kann geometrisch abgeschätzt werden als Pi mal d². D ist der Teilchendurchmesser mit den Werten für Argon bei Standardbedingungen mittlerer Geschwindigkeit 400 Meter pro Sekunde, Teilchendichte 2,4 mal 10 hoch 25 Teilchen pro Kubikmeter, Atomradius 0,17 Nanometer, Stoßquerschnitt 0,36 Nanometer Quadrat, ergibt sich eine Stoßfrequenz von 4,9 GHz. Jedes Teilchen stößt in einer Sekunde mit 4,9 Milliarden anderen Teilchen zusammen. Damit kommen wir zu einer der wichtigsten Größen der kinetischen Gastheorie, der mittleren freien Weglänge Lambda quer. Gasteilchen sind zwar sehr schnell, etwa 400 Meter pro Sekunde, kommen aber nicht so recht voran, weil sie mit sehr vielen anderen Teilchen zusammenstoßen. Ein Gasteilchen bewegt sich im Zickzackkurs auf einem Zufallsweg, Random Walk, durch das Gas hindurch. Die Strecke, die ein Teilchen im Mittel zwischen zwei Zusammenstößen zurücklegt, heißt mittlere freie Weglänge Lambda quer. V quer ist die Strecke, die in einer Sekunde zurückgelegt wird. Z ist die Anzahl der Stöße in einer Sekunde. Also ist Lambda quer gleich V quer durch Z. Wenn wir die Formel für Z einsetzen, erhalten wir diesen Ausdruck. Und mit den bekannten Daten von Argon bei Standardbedingungen erhalten wir Lambda quer gleich 82 Nanometer. Das ist etwa das 400-fache des Durchmessers des Argonatoms. Ein Gasteilchen bewegt sich also etwa 400 Mal so weit wie der eigene Durchmesser, bevor es mit einem anderen Teilchen zusammenstößt und seine Richtung und Geschwindigkeit ändert. Zum Vergleich, der mittlere Abstand zweier Gasteilchen im Argon bei Standardbedingungen beträgt nur 3,5 Nanometer. Die Zeichnung ist also nicht maßstabgerecht. Die Teilchendichte n durch V kann nach dem idealen Gasgesetz als P durch KT ausgedrückt werden. Wir erhalten dann diese Gleichung und sehen, dass die mittlere freie Weglänge proportional ist zur Temperatur und umgekehrt proportional zum Druck. Auch die Systemwände werden von den Gasteilchen getroffen. Wir können die Anzahl der Wandstöße abschätzen. Die Wandstöße werden umso häufiger sein, je dichter das Gas ist. Die Teilchendichte n durch V wird in der Formel also vorkommen. Die Wandstöße werden umso häufiger sein, je schneller die Gasteilchen sind. V quer wird in der Formel vorkommen. Der Stoßquerschnitt, die Sperrigkeit spielt keine Rolle, denn die Wand wird auf jeden Fall von den Gasteilchen getroffen. Der Korrekturfaktor 1/4 berücksichtigt, dass nicht jedes Gasteilchen in Richtung Wand fliegt. Bei Standardbedingungen erhalten wir eine sehr große Anzahl von Wandstößen. Ein Quadratmeter Wand wird pro Sekunde von 2,4 mal 10 hoch 25 Teilchen getroffen. Durch diese Stöße entsteht der Druck. Wir betrachten einen elastischen Stoß eines Gasteilchens mit der Wand. Das Gasteilchen hat vor dem Stoß die Impulskomponente m mal vx, nach dem Stoß die Impulskomponente m mal minus vx. Der Impulsübertrag 2 mvx macht sich als Kraft auf die Wand bemerkbar. Dividiert man die mittlere Kraft durch die Wandfläche, erhält man den Druck. Die mittlere freie Weglänge und die mittlere Geschwindigkeit von Gasteilchen spielen eine große Rolle in der Vakuumtechnik, etwa in der Massenspektrometrie. Um verschiedene Ionen nach ihren Massen aufzutrennen, dürfen diese Ionen auf dem Weg von der Ionenquelle zum Detektor nicht mit anderen Teilchen zusammenstoßen. Wir benötigen also in einem Massenspektrometer einen Druck, welcher eine mittlere Weglänge der Ionen ermöglicht, die größer als die Gerätedimension ist. Wir benötigen also Hochvakuum oder Ultrahochvakuum. Wenn wir luftmassenspektrometrisch untersuchen, erhalten wir dieses Spektrum. Masse 28 für Sauerstoff, 32 für Stickstoff und 18 für Wasser aus der Luftfeuchtigkeit. Auch diverse Methoden der Oberflächenbeschichtung werden durch Formeln der kinetischen Gastheorie beschrieben, etwa die Physical Vapor Deposition oder Chemical Vapor Deposition. Weiterhin spielt die mittlere Freiwicklänge beim konduktiven
Wärme- und Stofftransport, also Diffusion, eine große Rolle. Fassen wir die kinetische Gastheorie kurz zusammen. Die Gasteilchen bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit in einem Gas. Das Eigenvolumen der Teilchen ist sehr viel kleiner als das Gesamtvolumen des Gases. Stöße der Teilchen auf die Behälterwand erzeugen den Druck. Stöße zwischen den Gasteilchen resultieren in einer mittleren freien Weglänge, die unter anderem die Geschwindigkeit des Stoff- und Wärmetransports limitiert. Die makroskopisch messbare Größe Temperatur entspricht der mittleren Translationsenergie. Der makroskopische Druck entspricht der Energiedichte. Die mittlere Geschwindigkeit der Gasteilchen liegt bei einigen hundert Metern pro Sekunde und ist umgekehrt proportional der Wurzel aus der Masse. Die mittlere freie Weglänge hängt von der Sperrigkeit der Teilchen ab, von Sigma, und von der Teilchendichte. Die Anzahl der Wandstöße ist proportional der Gasdichte und der mittleren Geschwindigkeit. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.